face-to-face. Also da wird man gegenüber einander gestellt und dann schaut man sich in die Augen. Mhm. Und da entscheidet sich meines Erachtens auch der Kampf. Wenn du mir in die Augen guckst und dich in meinen Augen verlierst, dann habe ich dich. Dann kriege ich dich. Yeah. Und da merkst du, ob er nervös ist, ob er sich beeindrucken lässt von deiner Persönlichkeit, ob er ängstlich ist. Yeah. Das spürst du einfach. Da fängt schon die Überlegenheit an. Mm. Und dann, das nimmst du dann in den Kampf mit. Du hörst Marius Lebensimpulse, die Sendung für deinen Persönlichkeitskick. Ich wünsche dir viel Spaß. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Marius Lebensimpulse hier auf Radio Rheinwelle 92,5. Dies ist die Sendung für deinen Persönlichkeitskick. Und hier geht es um zentrale Lebensthemen und darum, wie du das Leben leben kannst, das sich dein Herz wünscht. Heute steht die Sendung unter einem Motto, das heißt Fight for a Better Life. Es geht um das Kämpfen und nicht um irgendein Kämpfen, sondern heute ganz konkret um das Boxen. Und zwar mit Benny Schemalari, doppelter Europameister im Mittelgewicht. Und sein Motto ist genau das, Fight for a Better Life. Und da hat er einiges zu erzählen gehabt, denn ich habe ihn besucht in dem Studio, wo er arbeitet, trainiert und auch kämpft. Und er hat so einiges erzählt aus seinem Leben, wie er zum Boxen gekommen ist, welche Höhen und Tiefen er dabei durchschritten hat und wie er das Ganze heute meistert. Darum geht es in dieser Sendung. Heute Fight for a Better Life. Vangelis, Conquest of Paradise. Und ich habe es eben angekündigt, heute kommt Benny Schemalari zu Wort, zweifacher Box-Europameister im UBF-GBU-Boxing-Verband. Zwei Gürtel hat er sich da geholt. Und ich habe ihn besucht vor einigen Tagen in Wiesbaden. Er ist ja Wiesbadener mit Leib und Seele. Und da hören wir doch gleich mal rein, was er so zu erzählen hat. Das ist sehr vielfältig, vielseitig. Und die Anfangsfrage war aber, wie ist er denn überhaupt zum Boxen gekommen? Okay. Wie bist du überhaupt zum Boxen gekommen? Ich wollte als kleiner Junge immer Kampfsport betreiben, da mein Vater und mein Onkel Kampfsportler waren. Weil sie haben Taekwondo gemacht. Und da wollte ich eigentlich mit Karate anfangen. Nur, es gab keinen gescheiten Club in der Nähe. Da, wo wir gewohnt haben, dann hat mich mein Vater mal zum Boxtraining hingebracht. Und das, da war ich gerade mal Anfang 11. Das war 1999 oder 98. Und ja, da habe ich mich direkt am ersten Tag verliebt. Das Training war genial. Es war so ausbalanciert und es hat so viel Spaß gemacht. Wir haben als Elfjährige haben wir mit Erwachsenen zusammen trainiert. Es gab keine Klassenunterschiede. Wir waren alle immer im gleichen Training. Ob Frauen, Männer, Jugendliche oder Kinder. Mhm. Alle das gleiche Training durchgezogen. Es hat Spaß gemacht. Ich habe mir da immer von den Älteren was abgeguckt. Die haben uns auch geholfen und habe mich da das erste Mal ins Boxen verliebt. Halbes Jahr später, Ende 11, habe ich 40 Kilo gewogen und mit 40 Kilo habe ich dann meinen ersten Kampf gemacht. Den habe ich nach Punkten gewonnen. Habe da ein bisschen als Amateur gekämpft. Viele Kämpfe gemacht, also über 20 Kämpfe gemacht, bis ich 17,5 war. Und dann habe ich mit einer Ausbildung angefangen. Und ich musste, also was heißt ich musste, ich habe ein bisschen die Lust am Boxen zum Schluss verloren gehabt, weil ich durfte nicht an der deutschen Meisterschaft teilnehmen. Meine ganze Boxkarriere am Anfang, mein ganzes Leben lang. Weil aus Gründen, ich bin zwar in Wiesbaden geboren, aber hatte eine andere Nationalität. Hm. Und da darfst du nur an der Hessenmeisterschaft teilnehmen und weiter darfst du nicht gehen. Hm. Und ich habe jedes Mal mir die Hessenmeisterschaft geholt, aber durfte nie weiter boxen. Hm. Kannst du vielleicht noch ein bisschen genauer erzählen, was dich am Boxen so fasziniert oder fasziniert hat, auch als Jugendlicher schon? Das war die, dass du clever sein musst. Hm. Und natürlich der Fitnesszustand. Du hast einen überragenden Fitnesszustand. Ich hatte 13 Jahre schon Sixpack gehabt.
Und du musst halt wirklich vorausschauend auch boxen, in einer gewissen Taktik. Wenn man immer denkt, es geht auf Gewalt oder sowas, da liegst du komplett falsch. Das kannst du vielleicht versuchen eine Runde, dann bist du konditionell platt und dann fange ich an, dich auseinanderzunehmen wie ein Chirurg. Ist das so deine Taktik? Ja, so in der Art. Wenn ich merke, einer will brawlen, sagt man in Englisch, der auf dich einschlagen will, mit viel Kraft, den lässt du dann kurz mal machen. Du weichst aus, du gehst nach hinten, hin, Deckung, bam, bam, boom, abtauchen, lässt ihn machen. Und dann hat er sich meistens in ein, zwei Runden überpaced und dann fängst du ihn an auseinanderzunehmen. Weil wenn du so ein hohes Tempo von Anfang an anfängst, das ist meistens schaffen das die Leute nicht, das durchzuhalten, 10 Runden oder wer weiß wie viele Runden. Da ist schnell die Luft raus, da kommt ja noch das Adrenalin dazu und alles. Und ja, also was mir gefallen hat, das ist wie Schach, nur mit Fäusten. Welche Rolle hat dann so neben der körperlichen Fitness auch das mentale Training gespielt? Also hattest du da jemanden, der dich da gleich begleitet hat? Unser Trainer hat uns immer sehr, sehr gut behandelt. Herr Fischer, Walter Fischer, Ruhe im Frieden, vor 5 Jahren leider gestorben. Er hat immer gesagt, mir ist egal, ob du Christ oder Moslem bist, mir ist egal, ob du Ostern oder Ramadan machst, Hauptsache du Box, Junge. Und das sind so Sachen, die einmalig. Er hat wirklich mit keinem Menschen Unterschiede gemacht, für ihn war jeder gleich. Hauptsache man hat geboxt. Er hat uns abgeholt, er hat uns nach Hause gebracht. Er hat seine ganze Zeit nur fürs Boxen geopfert und uns auch privat unterstützt. Behördengänge, bei vielen Eltern konnten damals die Eltern konnten nicht gutes Deutsch, es gab viele von denen auch. Wir waren gemischt, Multikulti. Da hat er den Papierkram übernommen und menschlich einer der besten Menschen, die ich überhaupt kenne. Also da habe ich nur von ihm gelernt, das Pädagogische, das Menschliche, wie er mit den Schülern umgegangen ist. Wenn du schlechte Leistung gebracht hast, war er nicht sauer auf dich. Es war nicht sauer. War nur sauer, wenn man aufgegeben hat. Aber wenn du alles gegeben hast und es hat nicht gereicht, war der Mann nicht sauer auf dich. Ich habe unzählige Beispiele in Kabinen gesehen, wie die Leute zusammengeschissen wurden und alles. Das ist bei ihm nicht der Fall gewesen. Sogar er war so, dass er uns ausgetrickst hat manchmal. Zum Beispiel, ich hatte einen Gegner gehabt mit 40 Kämpfen, 38 Siegen. Ich habe, Herr Fischer, wie viele Kämpfe hat mein Gegner? Das war immer so die erste Frage, was wir immer gefragt haben. Hat der Fischer immer gesagt, der hat 10 Kämpfe, davon gerade mal 6 gewonnen. Das machst du. Dann gehst du rein und da hast du jemanden vor Augen mit 10 Kämpfen und 6 Siegen. Den boxst du auch dementsprechend, das verstehe ich erst jetzt. Nach dem Kampf hat er gesagt, Junge, weißt du, wen du besiegt hast? Du hast den Vize-Deutschen Meister besiegt, er hat 50 Kämpfe. Und dann war man stolz auf sich. Er war Meister seines Faches. In jeder Hinsicht. Er war Trainer, Vater, Opa, alles in einem für uns. Wir waren eine kleine Boxfamilie. Das hat den Unterschied zu allen anderen Vereinen gemacht. Da kommt mir gerade dieser Moment, direkt am Anfang vom Boxkampf, da kommt man ja nochmal zusammen. Ja. Der Richter sagt nochmal die Regeln, glaube ich. Ja. Und das ist ja so der Moment, wo man dem Gegenüber auch so in die Augen guckt. Ja. Ne? Was würdest du sagen, wie wichtig ist dieser Moment jetzt in Bezug auf den Boxkampf? Also jetzt beim Profiboxen wiegen wir uns immer einen Tag vorher und da gibt es dann dieses wie sogenannte Face-to-Face. Also da wird man gegenüber einander gestellt und dann schaut man sich in die Augen. Und da entscheidet sich meines Erachtens auch der Kampf. Wenn du mir in die Augen guckst und dich in meinen Augen verlierst, dann habe ich dich. Dann kriege ich dich. Und da merkst du, ob er nervös ist, ob er sich beeindrucken lässt von deiner Persönlichkeit, ob er ängstlich ist. Ja. Das spürst du einfach. Und da fängt schon die Überlegenheit an. Und dann, das nimmst du dann in den Kampf mit. Also ich merke schon, dass ich ein bisschen nervös bin, aber wir müssen zum Glück nicht boxen. Ja, kein Problem. Ich keine 10 Sekunden überstehen. Ach Quatsch. Ja, kannst du dich an deine erste Niederlage erinnern? Als Amateur, ja. Sie war sehr, sehr hart. Ich habe geweint, wie jeder andere von uns auch. Ich hatte meinen ersten
10 Kämpfe oder 9 Kämpfe, alle gewonnen. Und dann kam ein Kampf, wo nicht so gut lief. Der war jetzt nicht viel besser als ich, aber der lief einfach nicht so gut. Wir haben nicht so zusammengepasst von der Technik und ich hatte auch nicht die Kondition. Und der war einfach an dem Tag der bessere Mann, aber das war für mich hart als Kind. Ich glaube, es war mit 13 Jahren das erste Mal oder so, dass ich verloren hatte. Und es war nicht so ein schönes Gefühl. Da bin ich natürlich, oder ich bin da neugierig, das heißt, wie bist du damit umgegangen? Oder hattest du jemanden? Ja, mein Trainer hat mich halt getröstet. Er hat zu mir gesagt, es lag nur daran, dass du jetzt nicht so fit warst. Der war nicht boxerisch besser. Und im Endeffekt hat er auch recht gehabt. Alle meine Kämpfe, die ich als Amateur verloren habe, war, weil ich nicht genug trainiert hatte. Und das wird mir nie wieder passieren jetzt. Daraus habe ich alles jetzt in meine Profikarriere mitgenommen. Ich überlasse nichts mehr den Zufall. Ich trainiere doppelt so hart wie alle anderen. Und dann, ich bin, was ich immer sage, ich bin nicht der beste Boxer, ich bin nicht der beste Techniker. Wenn ihr gegen mich kämpft, müsst ihr gegen meinen Willen kämpfen. Ihr kämpft nicht gegen den besten Boxer. Ihr kämpft aber gegen einen starken Willen. Frage, da kommt natürlich sofort die Frage, wie kann ich einen starken Willen entwickeln? Also wie? Ich habe mich neu rebootet. Ich habe meine Festplatte komplett gelöscht. Wie Bruce Lee gesagt hat, das Glas habe ich ausgeschüttet und mit neu gefüllt. Ich habe mich komplett neu eingestellt. Ich habe 105 Kilo gewogen mit Anfang 31 Jahren. Und dann habe ich gesagt, jetzt geht es nicht mehr nach 14 Jahren. Ich habe nicht geboxt. Ich lag manchmal im Bett und habe mir vorgestellt, wie meine Boxkarriere hätte laufen können. Und dann habe ich mir gedacht, komm, das willst du dir nicht antun, dass du noch mit 40 da liegst und sagst, ja, oh, ich war Talent und ich hätte es geschafft. Da habe ich gesagt, egal, wir investieren immer so viel in andere Sachen, jetzt investiere ich in mich selber. Und dann bin ich einfach laufen gegangen. Heute geht's ums Kämpfen hier auf Radio Rheinwelle 92,5 und den Marius Lebensimpulsen und mit Ben Schemalari, den ich interviewt habe. Ich habe es erwähnt. Was ich noch nicht erwähnt hatte, ist, dass ich das vor Ort getan habe und da so die ein oder anderen Störgeräusche mit dabei sind, weil rundherum trainiert wurde und wir beide, der Benni und ich, fleißig mit den Füßen geschart haben und das war dann einfach zu hören. So ist das nun mal. Und apropos hören, hören wir doch mal weiter rein, was er so über sich und das Kämpfen zu erzählen hat. Nee, wie ist es dazu gekommen, dass du Gewicht zugelegt hast? Also, ach so, das über die ganzen Jahre einfach Essen, Fastfood und schlechter Lebensstil. Also so schrittweise? Ja, schrittweise. Also nachts raus gewesen, Diskos gewesen, danach gegessen, 4 Uhr morgens einen Döner gegessen und so. Halt so unschöne Sachen, halt, die man eigentlich nicht machen sollte. Dann habe ich den Schlussstrich gezogen. So von heute auf morgen quasi? Ja. Ich habe einfach damals die Entscheidung getroffen, mein Leben zu ändern. Ich hatte Beweggründe, ich wollte was erreichen. Ich habe gesagt, es reicht, so kann es nicht weitergehen. Dieses einfach nur normal arbeiten gehen, dieses Otto-Normalverbraucherleben. Das ist schön, wenn man gesund ist und alles, aber es war nicht für mich. Ich habe gedacht, du bist doch für mehr, du kannst mehr. Das war doch geil, als du geboxt hast, deine Hand immer gehoben warst. Da habe ich gesagt, jetzt muss was anderes geändert werden. Und ich habe mich auch nicht gut gefühlt. Meine Knie haben wehgetan, wenn ich in den letzten Stock gelaufen bin. Ich war kurzatmig und es war auch nicht schön anzusehen mit dickem Bauch und sowas mit 31 Jahren. Und wo führt das dann hin mit 40 oder 50, weißt du? Und dann angefangen zu laufen, ein halbes Jahr später hatte ich schon 35 Kilo weniger. Dann natürlich habe ich mit dem Boxen abgenommen, weil ich nur boxen kann. Hattest du auch eine Boxpause oder hast du durchgehend geboxt? Nein, ich habe bis ich 17 war durchgehend geboxt. Und dann bis ich 17 war, bis 25, habe ich gar nichts mit Boxen mehr zu tun gehabt. Zwischendurch habe ich mal versucht, eine Woche zu trainieren, aber hat nicht so funktioniert. Ich bin in den Verein gegangen und habe da allerdings immer direkt Prügel bekommen, weil ich auch direkt wie so ein Hornochse in den Ring gegangen bin. Ich dachte, wie früher ist das so leicht, aber die waren topfit.
Das hat mich dann immer demotiviert. Da habe ich immer wieder aufgehört. Dann mit 25 habe ich eine Sporthalle angemietet, eine kleine, und habe Leute trainiert. Also Jugendliche, so Problemjugendliche, so 17-, 18-Jährige, die nicht gerade gut in der Schule waren und die für Ärger gesorgt haben und dies, das, jenes. Die habe ich dann zu mir gezogen und habe das gemacht, im Endeffekt, was mein Trainer gemacht hat. Habe ich angefangen, die zu trainieren, habe einen Hessenmeister gehabt, habe einen Black Forest Cup Sieger gehabt, unser größter Erfolg. Wir haben gute Leute geschlagen. 3 Jahre später wurde uns leider der Vertrag der Halle nicht verlängert. Aber ich habe in der Zeit nicht selber trainiert, ich habe nur die Leute trainiert. Das, was ich konnte, habe ich immer weitergegeben. Wurde der Vertrag nicht verlängert, dann mussten wir raus und habe ich den Jungs gesagt, guck mal, so, ich kann das nicht finanzieren, wir haben niemanden, der uns fördert und alles, dies, das, jenes, wo sollen wir jetzt trainieren? Wir haben auch immer über andere Vereine geboxt, wir haben nie unseren Verein gegründet, weil das alles zu viel Bürokratie war für mich. Und dann habe ich zu denen gesagt, komm, meldet euch in einen Verein ein, wir gucken mal, vielleicht, ich überlege mir was. Dann haben die Jungs 2 Jahre ihr Ding gemacht und ich habe einfach wieder pausiert. Dann, wie gesagt, mit 31 habe ich den Schlussstrich gezogen für mich, angefangen mit dem Abnehmen, halbes Jahr später 35 Kilo weniger. Und dann habe ich gesagt, komm, ich war fit, ich habe Sparings wieder gemacht, hat sich gut angefühlt, ich wurde immer besser. Ich habe gesagt, komm, versuchen wir es mal, kämpfen wir. Dann habe ich im Dezember meinen ersten Profikampf gemacht und der lief ziemlich gut. Ich habe nach 35 Sekunden gewonnen und ja, das war sehr, sehr gut. Dann, ach komm, im Februar 2019 machen wir den zweiten Kampf. Der lief auch sehr gut. Zweite Runde gewonnen durch K.O. Und dann erstmal bis Mai war nichts los. Dann im Mai habe ich im Internet gesehen, dass die in der Britta Arena veranstalten. Eine Boxveranstaltung. Britta Arena, geil. Fußballstadion, über 1000 Leute als Zuschauer. Ich habe mir gedacht, das ist doch meine Chance. Dann an jeder Tür geklingelt, überall versucht, an den Veranstalter ranzukommen. 15 Leute später, 15, alle genervt, jeden gestalkt und alles gemacht und getan. Ich habe einfach nicht locker gelassen, weil manche Leute haben mich auch einfach abgewimmt. Die haben gesagt, ja, ich habe ihn gefragt und er hat abgesagt, was gar nicht gestimmt hat, weil 15 Personen später habe ich dann mit dem Veranstalter selber geredet. Er hat dann zu mir gesagt, mich hat keiner auf dich angesprochen. Und das war gut, dass ich hartnäckig geblieben bin. Und da habe ich dann dort meine Chance bekommen, konnte ich mich präsentieren. Und dann habe ich ab dem Zeitpunkt so ein bisschen für Wiesbaden geboxt, weil ich bin Wiesbadener durch und durch. Und ich boxe gerne für die Stadt und seitdem hangel ich mich jetzt von Kampf zu Kampf. Und unser größter Erfolg war jetzt im Juli. Wurden wir doppelter Europameister, UBF, GBU. Im super Mittelgewicht, nach 8 Runden harten Kampf, habe ich nach Punkten gewonnen. Und ja, jetzt gestern, wie du weißt, hatte ich meinen 9. Kampf in Saarbrücken. Den habe ich auch erfolgreich nach Punkten gewonnen. Jetzt liegen wir bei 9 Kämpfen, 7 K.O.s, 2 durch Punkte. Und ja, gucken wir mal, was das Jahr noch bereithält. Was kommt jetzt als nächstes? Hast du schon Ideen, Pläne? Wenn es geht, würde ich gerne noch mal dieses Jahr kämpfen. Und dann würde ich gerne gegen jemanden kämpfen von den großen Stellen in Deutschland. Ob es SES ist, Universum oder Team Sauerland. Einer von den Leuten muss dran glauben. Bin schon sehr gespannt. Ja. Wie war so der Übergang vom Amateur zum Profiboxer? Wie kann ich mir das vorstellen? Ja, das ist eigentlich gar nicht so schwer. Du musst nur die ärztliche Untersuchung absolvieren und dir eine Lizenz beantragen im Internet. Dann bist du Profiboxer. Und dann muss noch jemand finden, gegen den du boxen kannst, oder? Du musst einen Manager finden oder einen Promoter oder wie die sich nennen, Matchmaker. Das heißt, er bringt Matches zusammen. Aber es ist halt auch nicht so leicht. Ich muss mich da einarbeiten und hat auch viel Lehrgeld gekostet, weil manche Veranstalter lassen dich nur auf die Veranstaltung, wenn du dem vornherein 50 Karten abkaufst. Das garantiert denen dann 50 Sitzplätze. Und manche Veranstalter sagen, ja, du musst den und den Gegner boxen. Dann sagst du entweder ja oder nein.
Das ist alles so ein bisschen vom Veranstalter immer abhängig und Interessen liegen da. In Wiesbaden habe ich halt das Glück, dass ich eine große Fanbase habe und immer mit über 100 Leuten komme. Das garantiert mir auf jede Veranstaltung mitzuboxen. Außerhalb ist es eine andere Sache, aber mittlerweile ist es auch außerhalb viel leichter geworden, reinzukommen auf Veranstaltungen. Es ist halt auch so eine Bekanntheitsgradsache, weil niemand will einfach No-Name boxen lassen und viele Veranstalter haben auch eigene Boxer. Die bringen erstmal ihre eigenen Boxer unter. Wenn da hier ein Platz frei wird, dann kannst du vielleicht reinrutschen. Dadurch, dass ich keinen Manager habe, ich habe ja noch nicht mal einen Trainer, ich trainiere mich ja selbst die ganze Zeit. Ich mach auch für die Kämpfe? Alles selber, immer selber trainiert. Ich trainiere dafür halt dreimal, viermal so hart wie die anderen. Ich trainiere, wenn es geht, 3 bis 4 Mal am Tag. Und ja, das garantiert mir einfach dann Dings. Einer hat mir mal gesagt, trainierst du hart, kriegst du gute Ergebnisse. Und so mach ich das. Ich versuche einfach eine überragende Kondition zu haben. Zum Beispiel hier bei dem Europameisterschaftskampf war ich ein bisschen zu spät für den Arzt. Da musste er mich in der Halle, hat er mich nochmal ärztliche Untersuchungen gemacht. Da waren schon 150 Leute haben schon gesessen. Und dann hat er zu mir gesagt, oh, du hast eine sehr, sehr gute Kondition, habe ich ihn gefragt, woher wissen Sie das? Er hat gesagt, ja, du hast einen Ruhepuls von 45 und die Halle war schon gefüllt und es geht um die Europameisterschaft. Und das hat mir auch gut getan, diese Worte. Ja, es ist uns auch wirklich so, wenn man hart trainiert, kann man sich wirklich darauf verlassen, auf sein Training. Weil ich brauche kein schlechtes Gewissen haben, wenn ich in den Ring gehe. Kannst du das genauer sagen? Was heißt, du brauchst kein schlechtes Gewissen haben, weil? Weil ich hart trainiere. Ich zweifle nicht an mir selber, sagen wir mal so. Guck mal, wenn du, sagen wir mal, du lässt eine Trainingseinheit raus, dann sagst du vielleicht in der Kabine, denkst du drüber nach, hätte ich hier und da mehr trainiert. Ich hatte doch die Zeit, kurz vorm Kampf. Weil 80%, behaupte ich, ist Kopfsache. Du kannst der größte Athlet sein, du kannst gebaut sein, wie du willst. Wenn der Flattermann kommt, da halten die dich Knie nicht. Da kann dich ein Hinterwälter wegboxen, wenn die Nerven müssen mitspielen, weil die Knie halten dich nicht, die Beine, die sind zu schlaff dann. Mental ist mit das Stärke, ich glaube 80% ist Kopfsache wirklich. Und dann kommt der Rest. Was mich sehr interessiert ist, als Boxer, wie gehst du mit Schmerz um? Ne, du kriegst ja körperlich Schlägen ausgesetzt. Und, ja. Oder also, ist da noch Schmerz oder wie ja, klar, das der Kopf stumpft nicht ab. Das passiert nicht. Nee, aber man lernt damit umzugehen, mit der Stresssituation. Wie? Bin neugierig. Wie? Sparring. Sparrings hier im Ring, üben quasi. Viel gegeneinander kämpfen, viel Sparrings, viel Leute holen, auch die man nicht kennt, weil die wollen dann einen an die Wäsche und die schonen dich auch nicht. Zum Beispiel, wenn ich mit meinen Freunden mache, da ist es noch ein bisschen Zurückhaltung. Aber wenn ich mit Leuten aus außerhalb mache, das ist schon fast wie Wettkampf und die schenken dir dann nichts und dann musst du damit umgehen können. Natürlich ein gut trainierter Nacken kann einiges wieder da und da wieder ausbalancieren, aber auf die Deckung. Ich meine jetzt rein körperlicher Schmerz, ne? Wenn du, keine Ahnung, die Nase bricht oder so, wie gehst du damit um? Ich hatte zweimal die Nase angebrochen, was soll ich machen, ich gehe ins Krankenhaus, lass mich zusammen. Ich meine im Kampf jetzt selbst, blendest du das einfach aus? Ja, ja, ich hatte hier zum Beispiel bei der Europameisterschaft das erste Mal, was mir passiert ist, ich hatte zwei Cuts, einen unter dem Auge, einen hier an der Nase. Ja. Das ist mir noch nie passiert, aber einfach weitermachen, ich habe nicht dran gedacht. Also ich kenne das nicht anders. Ich boxe ja seit ich Kind bin. Also es ist andere Leute, die zum Beispiel jetzt die beim Fitnessboxen bei mir sind. Ich bin ja nebenbei noch Trainer. Ich merke das, wenn ich die so ein bisschen sage, ich mache mit denen auch Spaß. Ich versuche den, ich weiß auch, wie das geht, ohne jemandem weh zu tun, nur anzutapsen. Weißt du, was ich meine? Und ich merke, wie die sich wegdrehen und wie die Angst vor den Schlägen haben. Bei mir ist es komplett weg. Das ist weg. Ich weiß auch nicht, wie ich das jetzt richtig erklären soll. Natürlich, es gibt Schläge, die dich durchrütteln, aber die nicht jetzt wirklich
wehtun. Es gibt Schläge, die rütteln dich einfach durch. Das ist dann wie so ein Blitz, der geht dann durch den ganzen Körper. Du siehst ganz kurz schwarz und dann war es bumm. Aber dann geht es weiter. Und wenn du voller Adrenalin bist im Kampf, spürst du sowieso nicht die Schmerzen. Das ist erst am nächsten Tag. Zum Beispiel nach der Europameisterschaft, am nächsten Tag hatte ich überall Schmerzen. Aber im Kampf selber nicht. Und was würdest du sagen, was hat dich das Boxen gelehrt, was du auch aufs normale Leben übertragen hast? Welche Auswirkungen hatte das? Ich bin ein ausgeglichener Mensch geworden, seitdem ich wieder jetzt boxe. Sehr, sehr ausgeglichen. Ich handle meine Sachen ganz anders. Ich gehe alle meine Sachen strikter an. Ich habe mein Leben neu geordnet. Wie ich mein Training plane, so plane ich meinen Tagesablauf. Ich stehe auf, ich mache als erstes mein Bett, dann mache ich mir meinen Kaffee, dann mache ich meinen Papierkram, spiele mit meinem Sohn und alles strikt geordnet. Das ist wirklich für den einen oder anderen vielleicht langweilig, aber mir tut das richtig gut und ich habe meinen Tagesablauf und mich stört eher, wenn was dazwischen kommt, was ich nicht eingeplant habe. Ja, und ja, aber sonst, mir hat das Boxen wieder die Lebensdisziplin wieder eingebracht, die mir gefehlt hat. Es läuft alles viel, viel besser. Du kannst niemand anderen helfen, ist mir aufgefallen, wenn du dir nicht selber helfen kannst. Und ich habe mich auf den richtigen Weg gebracht und so kann ich andere Leute unterstützen. Ich habe im November 2019 im Kurhaus gekämpft. Ich war mit meinen Sponsoren durch. Was Kampfbudget angeht für Gegner und alles andere Kosten auch, Loger und Hotelkosten für den Gegner. Und ich habe einfach mal einen Aufruf gemacht, weil mir alle so viel geholfen haben, Spendenaufruf für eine gemeinnützige Organisation. Wir haben eine vierstellige Summe zusammengetragen und ich habe bis jetzt noch keine Börse bekommen, aber ich habe was zurückgegeben, weil mir wird so viel geholfen von anderen Menschen und das wollte ich mal zurückgeben und ja, wie gesagt, das Boxen hat mir, das lehrt dich viel, es bringt viel mit. Man kann auch nicht, man muss das Boxen irgendwie leben, das ist den ganzen Tag mit dir drin. Du bist als, die Leute sagen, sind Sie der Boxer? Da sage ich immer, ja, rein rassisch. Du bist den ganzen Tag irgendwie nur am Boxen und ich habe ja einen Spruch, der mich ausmacht und wo die Leute direkt mit mir in Verbindung bringen. Ich sage immer, fight for better life. Aber das hat nichts direkt mit dem Boxen zu tun. Das ist ein Alltagsspruch für mich. Das ist wie die Krankenschwester, die im Krankenhaus kämpft. Die kämpft für ein besseres Leben. Oder die alleinerziehende Mutter, die 2-3 Jobs hat, um ihr Kind auf eine gute Schule zu schicken und alles. Und im Grunde genommen, das passt zu jedem, dieser Satz, fight for better life. Und dem Satz folge ich. Das ist mein Grundprinzip, das ist mein Satz, den ich folge. Und wir kämpfen alle für ein besseres Leben jeden Tag oder wir versuchen da durch uns zu kämpfen. Und Boxen ist gegenwärtig für mich. Überall, wo ich bin, bin ich irgendwie am Kämpfen nur. Wenn sich jetzt jemand fürs Boxen interessiert, also was würdest du einem Anfänger raten? Wie sollte er an so eine Sache rangehen? Bei mir, wenn die Leute zu mir kommen, stresse ich sie gar nicht. Ich lasse sie einfach mitmachen. Ich habe ich nehme immer mich als Erfahrung. Ich versuche immer alles sehr neutral und von außen zu betrachten. Weil man darf das alles nicht so engständig. Also das heißt, wenn jemand bei mir im Training ist, rücke ich ihn gar nicht erstmal auf die Pelle. Ich lasse ihn erstmal kommen. Ich verbessere ihn nicht. Wenn er seine Hand so schlägt, fange ich nicht an. Es gibt viele Trainer, die sind Pinzchen, weißt du, die fangen dann an, dies, das, jenes. Ich lasse erstmal die Leute machen, weil Misserfolge am Anfang, das hört sich so doof an, aber wenn du dauernd korrigiert bist, ist das wie so Misserfolge und du zweifelst an dir. Und das mache ich nicht bei meinen Schülern oder bei meinen Leuten im Fitnessboxen. Ich lasse sie erstmal machen. Ich lasse sie das nicht grundlegend falsch machen. Dass sie nach da schlagen, die sollen schon gerade schlagen, aber ob es so kommt, so, da lege ich keinen Wert erstmal drauf. Und wenn die Person sich nach 3-4 Mal wohlfühlt in der Gruppe und auch wenn du jemanden in der Gruppe verbesserst,
Wir sind ja erstmal alle Augen auf ihn gerichtet. Das mag nicht jeder Mensch. Und da fängt es dann an mit den an sich zweifeln, das ist doch nichts für mich und der Trainer macht so und so. Deswegen, ich lasse die Leute erstmal machen und tun. Dann nehme ich sie manchmal zur Seite, verbessere sie ganz kurz und jeder hat auch seinen eigenen Fitnesszustand. Der eine läuft langsamer, der andere läuft schneller. Und ich gucke mir das schon beim Anfang an, wer miteinander zusammenpasst. Und dann die jeweiligen Fitnesszustände und auch die Charaktere gucke ich. Es darf keiner, wenn einer zu aufdringlich ist, schmeiß ich ihn auf keinen Fall mit jemandem, der schüchtern ist, zusammen. Mhm. Ich schmeiß dann lieber die zwei Schüchternen zusammen, die bauen sich dann gegenseitig auf. Und das funktioniert irgendwie. Es ist viel Kopfarbeit dahinter. Man muss sich das wirklich von außen betrachten, sich in die Menschen einfühlen. Es ist kein einfacher Sport, weil du kannst jetzt nicht jemanden reinwerfen und ihn direkt verkloppen lassen oder ihn mental, verbal angreifen, weißt du? Du kannst nicht bei jedem den Drill Sergeant raushängen lassen, das funktioniert nicht. Es gibt schüchterne Personen, die mögen das gar nicht, im Mittelpunkt zu stehen. Hm. Und so führe ich die Leute ans Boxen ran. So mehr erstmal so ganz locker, also ganz mehr pädagogisch halt alles, so ein bisschen. Und was würdest du sagen, ist da dann noch wichtig? Also geht es da dann eben auch neben dem Teil auch erstmal um die Fitness oder was? Ja, ich mache die Leute körperlich fit. Ich versuche die durchs Training zu führen wie ein Captain, der sein Schiff sicher in den Hafen bringt. Die Leute, ich sage nie, was unsere Ziele sind am Anfang. Ich fange einfach mit dem Training an und sie machen einfach mit. Und dann, erst am Ende des Trainings, merken sie, was sie geschafft haben im Training. Viele von mir betreiben in Fitnessboxen Leistungssport. Das merken die gar nicht selber. Hm. Die hauen da 10 bis 15 Runden an den Sandsack und das ist beeindruckend mittlerweile, was manchjeniger schafft mit 40, 35, 45 Jahren bei mir in der Gruppe. Ob Frau oder Mann, das musst du mal gesehen haben. Die sind topfit, die Leute, und die selber merken das gar nicht, aber ich merke das. Und wie sie laufen jetzt, gerade Schulter nach hinten, der eine hat 3-4 Kilo weniger, der andere das. Es entstehen auch viele Freundschaften bei mir im Training. Und das ist geil einfach. Was würdest du sagen, ist die schwierigste oder die härteste Trainingseinheit? Jeden Tag ist hart. Es gibt keine schwierige oder weniger. Ich versuche, meine Leute immer ein Stückchen weiterzubringen. Wenn wir gestern so hart trainiert haben, legen wir am nächsten Tag eine Schippe drauf. Das war ja das Dumme bei mir. Ich war ein Beispiel, ich war auf einem Ergometer, so einem Fahrrad. Ich bin erst mal drauf, ich habe direkt Gas gegeben. Da habe ich mir ein Ziel gesetzt, sagen wir mal, in einer Stunde wollte ich 30 Kilometer schaffen. Ich weiß auch nicht, wie ich drauf kam. Dann habe ich geschafft? 27 Kilometer. Okay. Mein Bein hat mir richtig wehgetan. Am nächsten Tag, das ist übertrieben, was sowas angeht, hartnäckig. Und dann am nächsten Tag, 58 Minuten, 30 Kilometer geschafft. Und dann, 3 Tage später, habe ich in 56 Minuten 30 Kilometer geschafft. Und das war mein allerbestes Ergebnis. Und da habe ich auch leider den Sitz vom Ergometer kaputt gemacht. Am Ende habe ich gesehen, da war ein kleiner Riss drin und der ganze Boden voll geschwitzt. Die Leute dachten immer, da ist ein Verrückter am Fahrrad, weil von der ersten Sekunde musst du richtig Gas geben. Und wenn du da einmal nachlässt, hast du keine Chance, hinten heraus die 30 Kilometer zu schaffen. Hm. Und das ist bei mir selber drin, dass immer eine Verbesserung stattfinden muss. Nur ab einem bestimmten Zeitpunkt schaffst du nicht mehr, irgendwann mal noch schneller die 30 Kilometer zu schaffen, weil ja, und ich versuche halt immer ein Stückchen besser zu werden. Wir dürfen nicht stehen bleiben. Es ist wie so, ich habe mir auch viele Motivationsvideos angeguckt. So habe ich mich neu rebootet. Und eins davon erzählt von einer Hai-Mentalität. Ein Hai kann nicht stehen bleiben oder rückwärts schwimmen, sonst stirbt er, weil er keine Luft kriegt durch die Kiemen. Ein Hai muss immer in Bewegung bleiben, um zu leben. Und so ist es bei mir. Ich muss in Bewegung bleiben, um zu leben. Und das habe ich mir so verinnerlicht und so in meinem Training. Wenn ich nicht im Training bleibe, werde ich verlieren. Das ist so bei mir drin. Hm. Und so fühle ich das auch mit meinen Leuten.
Gegen wen würdest du gerne mal boxen? Gibt es da einen, wo du sagst, boah, da... Boah, ich würde gerne mal im Ausland erstmal boxen. Ich habe nämlich nur in Deutschland bis jetzt geboxt. Ich würde gerne mal in England boxen oder in Amerika. Amerika ist sowieso das Ziel von, glaube ich, allen Boxern. Mhm. Ich würde gerne mal in England oder in Amerika boxen. Und dann gibt es so 2-3 Kandidaten, wo ich sagen würde, gerne in Deutschland würde ich die gerne boxen. Also die, die an der Spitze sind. Deswegen boxe ich ja. Ich will ja irgendwann mal mich auch richtig beweisen und zeigen, was ich kann. Und vielleicht auch mal eine Chance kriegen und im Fernsehen mal zu boxen. Das ist ein großer Wunsch. Hm. Wenn ich an dem Zeitpunkt da bin, wird auch der Richtige vor den Fäusten sein. Und weil du es gerade erwähnt hast mit den Gewichtsklassen, ist das auch irgendwie Bestandteil, dass man die im Laufe der Zeit auch mal erhöht? Oder ändert man das? Oder warum ändert man sie? Oder? Ich habe jetzt zweimal die Gewichtsklasse geändert, weil die Titel frei waren in der Gewichtsklasse. Und ich war gerade die Zeit, um die zu boxen, da musste ich hochgehen mit dem Gewicht. Aber ich boxe generell immer im 72-Kilo-Bereich oder 69-Kilo-Bereich sogar, super Welter. Mhm. Da fühle ich mich richtig wohl und da bin ich gut austrainiert. Und dann machst du mal eben 3 Kilo drauf oder runter, wie kann ich mir das vorstellen? Ja, jetzt muss ich draufhauen, 4 Kilo. Wie machst du das? Mehr essen. Ja. Aber das ist so anstrengend, also anstrengender als Training. Weil ich muss dann abends viel mehr essen. Und wenn du das in kurzer Zeit machen musst, dann geht das auch auf den Bauch. Das ärgert mich da ein bisschen, weil das kannst du dann nicht auf den Körper verteilen, weißt du? Mhm. Und wie gesagt, ich fühle mich wohler mit 72 Kilo. Und wenn ich länger Zeit habe, natürlich kann ich auch hochgehen und dann verteile ich das besser auf den Körper. Also bis jetzt habe ich einmal super Welter gewuchst, mehrmals im Mittelgewicht und zweimal jetzt im super Mittelgewicht. So, ich habe mich in allen Gewichtsklassen wohlgefühlt. Ich habe einen guten Fitnesszustand, eine gute Kondition. Da spielt die Muskulatur keine Rolle. Wenn ich eine gute Kondition, mental stark bin, spielt alles andere keine Rolle. Dann bin ich fit. Damals war ich am Anfang enttäuscht, da mir keiner helfen wollte. Ich habe immer gedacht, oh, warum ist die Welt so grausam und dies, das, jenes. Dann habe ich verstanden, dass man sich selbst helfen muss. Und nur so. Keiner kommt und dich rettet. Ja, du hast so eine andere Hand. Wenn dir die Hand keiner gibt zum Hochziehen, stützt du dich einfach mit der Hand hoch. Ja, und dann läufst du selber. Und ich habe es einfach selber gemacht. Wenn du dir selber helfen kannst, dann kannst du auch anderen Leuten helfen. Hm. Ja, und das hat mich im Endeffekt nur stärker gemacht. Gott sei Dank hat mir keiner geholfen. Hm. Ja, weil sonst wäre ich vielleicht immer wieder auf Hilfe angewiesen gewesen. Und ich hätte mich daran gewöhnt. So bin ich gewohnt, ein Einzelkämpfer zu sein und für jeden Kram zu kämpfen. Ich wüsste, das ist auch so. Ich kämpfe an jeder Front. Egal was es ist, ich lasse nie locker. Deswegen sage ich, das Boxen ist überall gegenwärtig. Ich bin nur am Kämpfen. Würdest du da einen Unterschied machen, ob du für etwas kämpfst oder gegen etwas kämpfst? Ja, wenn ich für etwas kämpfe, bin ich sogar noch hartnäckiger, als wenn ich gegen etwas kämpfe. Also ich kämpfe kaum gegen etwas. Also außer im Ring gegen meinen Gegner. Ja. Aber so habe ich nichts mehr, wo ich gegen kämpfe. Meine ganzen Freunde haben verstanden, dass ich abends nicht mehr rausgehe. Viele Freunde haben verstanden, dass ich nicht trinke. Viele Freunde haben verstanden, dass ich hier und da nicht an dem Geburtstag teilnehmen kann, weil es abends stattfindet. Und ja, ich muss viele Abstriche machen, aber das lohnt sich. Ich habe Zeit mit der Familie, ich habe Zeit für gewisse gute Freunde. Und ich habe auch Zeit für die oberflächlichen Freunde sogar ab und zu. Aber wie gesagt, man kämpft. Ich bin da irgendwie am Dauerkämpfen. Auch wenn ich hier bin im Training und jemanden inspirieren will, ist das ja auch wieder ein Gekämpfe für diesen Jungen, den ich gar nicht kenne. Ich kämpfe dafür, dass er sich den Arsch aufreißt. Und es gibt 2-3 Jungs, die haben auch jetzt mit mir 10 Kilo abgenommen, der andere hat 20 Kilo mit mir abgenommen. Und ja. Tut gut und da kriegst du auch sehr, sehr gute Energie zurück von den Leuten. Sehr viel Dankbarkeit. Und das im Endeffekt ist das für mich, wenn andere glücklich sind, bin ich auch glücklich, habe ich gemerkt mit meiner Hilfe. Es ist wie so ein Koch, wenn er ein gutes Feedback über sein Essen kriegt, ist er ja auch glücklich. Und so ist es bei mir, wenn ich sehe, jemand strahlt durch ein neues Lebensgefühl, eine neue Lebenskraft. Dann macht mich das schon stolz ein bisschen, weil dann weiß ich, okay, ich habe ihn dahin geführt.
Aber wenn ich gewisse Leute zusammenbringe, die dann ein erfolgreiches, ihre zwei Unternehmen miteinander kombinieren, durch mich sich kennenlernen, dann was Großes schaffen, das macht mich auch dann immer stolz, wenn ich anderen Leuten dann helfen kann, zusammenzukommen. Hm. Das ist einfach eigentlich schon ganz geil. Hm. Ja, schon geil. Ich hangel mich von Abenteuer in Abenteuer. Schon cool. Also wie gesagt, es macht Spaß einfach. Es macht wirklich Spaß. Ich bin ein Teil von Wiesbaden geworden. Wir versuchen uns jetzt sozial zu engagieren. Wir haben unsere eigene Promotion gegründet vor einem Monat. AS Sport Promotion. Und da versuchen wir jetzt benachteiligte Kinder, wo die Eltern sich das Training nicht leisten können, Kindern Training anzubieten. Über Schulen vielleicht oder über andere Organisationen. Mhm. Und wenn jemand talentiert ist, nehmen wir ihn ja unter Vertrag auf unsere Kosten und fördern ihn da. Das haben wir uns fest vorgenommen. Mhm. Und wie gesagt, von Wiesbaden für Wiesbaden, ich gebe das zurück, was ich bekommen habe. Und helfe denen, wo ich helfen kann. Ich bin, denke ich, stark genug, um anderen Leuten zu helfen. Meditierst du auch? Hast du damit irgendwie was zu tun? Nein, ich habe mir, das ist alles noch so, was als nächstes ansteht. Ich habe mir erstmal viel über Ernährung beigebracht. Den ganzen Kram, also alles Mögliche. Also ich bin auch kein Freund von Kalorienzählen, weil das wie Erbsen zählen. Davon halte ich gar nichts. Es gibt da ganz andere Methoden, die viel wirksamer sind und dich nicht deine Psyche angreifen. Weil dieses ständige Kalorienzählen und dieses das auf das aufpassen, das greift die Psyche an. Das heißt, wie sieht deine Ernährung aus? Ich lasse mir schmecken. Und ja, das hört sich doof an, aber ich lasse mir schmecken, ich lasse mir gut gehen. Und wenn du den Körper auf einmal zu viel nimmst, so radikal an die Sache gehst, der wird streiken. Das ist einfach ein Naturgesetz, das kannst du nicht machen. Was habe ich gemacht? Ich habe mir erstmal den Zucker entwöhnt. Ich habe meinen Körper entgiftet. Ich habe mir Salz genommen, weil Salz lagert sich ein. Ich habe mir das Brot genommen, weil Brot hat keine Vitamine. Ist sowas von unnütz. Außer dass es satt macht, bringt es dir einfach nichts. Dann habe ich die Soßen weggelassen, weil sie so zuckerlastig sind. Und wenn du eine Soße anfertigst, dann fertigen das viele mit Alkohol an. Also wieder Kalorien und diesen ganzen Fett und Kram und alles Mögliche hast du da drin. Und natürlich Junkfood weggelassen. Bringt ja nichts. Wenn du Zucker automatisch weglässt, dann fängst du an, alles fast wegzulassen, was hergestellt wird in irgendwelchen Chips oder sogar Joghurt, da ist so viel Zucker drin und ich bin Joghurt- und Eisliebhaber. Ich esse jeden Abend, bevor ich ins Bett gehe, ein Eis. Ohne kann ich nicht einschlafen. Aber da habe ich mir meine eigenen Methoden angewöhnt. Ich hole mir Naturjoghurt mit dem wenigsten Zucker, 1,7 Gramm Zucker. Weniger gibt es leider nicht. Und dann hole ich mir gefrorene Früchte, das mit so einem Pürierstab. Und dann habe ich so eine halbe großen Joghurt und das ist ziemlich geil. Mhm. Und Früchte esse ich, ich esse Kartoffeln, ich esse Reis, ich esse Nudeln, ich esse Gemüse und mir fehlt da nichts. Achso, seit einem halben Jahr bin ich sogar einmal die Woche nur Fleisch, weil ich habe mir meine Wurst mal morgens angeguckt und dann habe ich wirklich so, was bist du, habe ich gesagt, weil was steckt in dir drin? Dann habe ich die Packung geholt und dann habe ich nur gelesen, das, Dextrose, dies, das, jenes, das waren Worte, die ich nicht aussprechen konnte. Da habe ich gesagt, das kann nicht gesund sein. Und deswegen habe ich dann angefangen, jetzt mich komplett anders zu ernähren und gut zu ernähren. Ich wache erstmal auf, ohne wie einen Kater zu haben. Ich wache auf, als wäre ich 15 Jahre, 14 Jahre. Ich wache super auf, ganz anderes Lebensgefühl und ich weiß nicht, ob es auch daran liegt. Ich fühle mich richtig vital. Wait, this is crazy. You want me to hit you? That's right. Ja, nicht jeder, gegen du kämpfst, gegen den du kämpfst, ist dein Feind. Dein Feind, oh Gott, jetzt habe ich aber Kauderwelsch im Mund. So.
Du hörst Radio Rheinwelle 92,5 mit Marius Lebensimpulsen, die Sendung für deinen Persönlichkeitskick. Und heute Fight for a Better Life mit Benny Schemalari, doppelter Europameister im Mittelgewicht. Und er hat schon viel erzählt, viel Einblicke gegeben. Und ich bin da sehr beeindruckt von toller Energie, die er ausstrahlt. Ganz klar, ganz fokussiert, sehr offen, sehr ehrlich. Und da kommt natürlich noch mehr, er hat noch mehr erzählt, was du zu hören bekommst. Und es war ein Freund dabei, den wir auch zu Wort haben kommen lassen. Ein Engländer, der extra angereist ist, um Benny zu supporten. Und Nathan heißt er. Nathan habe ich gefragt, wie er denn dahergekommen ist. Die beiden haben sich quasi über Facebook kennengelernt. Und ja, dann ist Nathan nach Deutschland gekommen, um Benny bei dem Kampf zu supporten. Das hat auch geklappt. Er hat es erzählt, im Juli war der große Kampf. Und jetzt hören wir mal rein, was Nathan über Benny sagt, wie er ihn beschreibt. Can you describe in your words how you see Benny? How I see Benny? I've probably said it before, but I think if the world was more Benny, it would probably be a much better place. I don't think Benny quite realizes the impact that he has on those around him. So I don't think I've ever met anyone that's so positive and appreciates what's around him and appreciates life in general. So yeah, I think good people attract good people. Mm. And with Benny, that's definitely the case. You know, in the ring, he performs as an individual, but around him, he's got such a great team, and it's a really great feeling to be part of that team, you know, wanting somebody to succeed. It's just a great feeling, and a really good thing to be a part of. Ja, gute Menschen ziehen gute Menschen an, hat er gesagt. Und im Ring, da agiert er zwar alleine, aber außerhalb ist er ein absoluter Teamplayer. Und am Anfang hat er gesagt, wenn die Welt ein bisschen mehr Benny wäre, dann wäre sie ein besserer Ort. Wow, das sind mal große Worte. I found heaven in a world so. Ja, heute wieder viel Musik, ein schönes Interview und gleich kommen wir auch zum Ende, zum Abschluss, sozusagen die letzten Worte von Benny hier in der Sendung. Natürlich nicht seine allerletzten Worte, aber ich überlasse ja immer das, was möchtest du den Zuhörern noch gerne mitgeben, immer dem Schluss und da kommen wir auch gleich dazu. Vorher gibt es noch ein Lied. Ich habe heute sehr viel Musik gespielt. Ich hoffe, es hat dir ein bisschen gefallen. Ich freue mich über Feedback zu der Sendung, zu der Musik, zu den Interviews. Wenn du möchtest, schick mir gerne eine E-Mail an radio@marius-schäfer.de. radio@marius-schäfer.de. Würde ich mich sehr freuen über Anregungen, Rückmeldungen und alles, was dazugehört. Und das Lied, was jetzt kommt, ist sozusagen Bennys Lied Another Level Oh the Larcenary mit einem super passenden Refrain. Ja, das waren die Marius Lebensimpulse hier auf Radio Rheinwelle 92,5. Gleich kommen die letzten Worte, was er dir noch gerne mitgeben möchte. Und vorher sage ich dir noch, die nächste Sendung findet wie gewohnt in 2 Wochen statt. Ich hoffe und freue mich, wenn wir uns sehen. Was würdest du den Leuten gerne noch so mit auf den Weg geben? Ich würde den Leuten gerne auf den Weg geben. Was würde ich denen gerne auf den Weg geben? Zweifelt nicht an euch selber, lasst euch niemals sagen, dass ihr das nicht schafft. Also wenn ihr sagt, ich springe jetzt vom Dach und werde fliegen, das ist unrealistisch, schlagt das aus dem Kopf. Aber wenn ihr Profisportler werden wollt, Physiker, der beste Lehrer, egal was ihr euch für Ziele setzt, lasst euch niemals entmutigen. Auch wenn die Eltern sagen sogar, du schaffst das nicht, sollte man immer trotzdem an seine Träume oder an seine, was noch besser ist, an seine Vision festhalten. Wenn du was vor Augen hast, eine Vision, dann das ist besser als ein Traum. Weil du
da schon wie dran glaubst oder schon den Step in die Richtung machst. Visionen, wenn du etwas vor Augen hast, dann hast du etwas, hast du dein Ziel da. Und das gehst du dann an. Und man sollte sich von niemandem entmutigen lassen. Man muss Abstriche machen, das braucht man sich nicht vormachen. Man muss doppelt und dreimal so hart arbeiten wie jeder andere, um Großes zu leisten. Man muss auf den einen oder anderen Geburtstag verzichten, auf Partys verzichten. Man muss auf viele Sachen verzichten. Aber am Ende kommt dann das, was man haben wollte. Also ich von Tag zu Tag merke ich, wie ich neue Menschen kennenlerne, gute Menschen kennenlerne, Leute kennenlerne, die das Gleiche verfolgen wie ich. Wir tun uns zusammen und es wird immer besser. Also es wird auch irgendwie an manchen Stellen leichter, an manchen Stellen wird es noch schwerer sogar. Es heißt nicht, dass wenn du dreimal so viel Arbeit reinlegst, dass es auch leichter wird. An anderen Stellen schon, aber an anderen Stellen wird es auch härter, weil du auch bekämpft wirst von verschiedensten Seiten, sei es mal ein Konkurrent, der die Steine in den Weg legt oder jemand, der sich im Internet ein Gerücht über sich ausdenkt. Das darf sich gar nicht von der Bahn werfen lassen. Wie gesagt, man darf sich von niemandem sagen lassen, dass man das nicht kann oder dass man das nicht schafft. Als Mensch ist man was wert und man sollte dafür kämpfen. Und wir sind alle gleich wert, egal wie jemand aussieht. Wir haben alle 5 Finger. An der einen Hand 5 Finger, an der anderen Hand. Wir haben eine Nase, wir sind alle gleich. Und natürlich sollte man auch Hilfe annehmen, wenn sie von Leuten kommt. Man sollte nicht engstirnig sein und sagen, ich mach das alleine. Man sollte nicht auf Hilfe hoffen, aber wenn sie kommt, dann kann man sie ruhig annehmen. Zum Beispiel, ich habe einen meiner besten Freunde, den ich vor einem Jahr kennengelernt habe. Das ist der Alexander Baumgärtner. Wir wurden einander vorgestellt, die Chemie hat direkt gestimmt. Der hat mich von dem Tag direkt unterstützt. Und der Mann ist jetzt wie mein bester Freund geworden. Wir machen so viel zusammen, wir bauen gemeinsam gerade die Promotion auf, die Firma auf und wir verbringen Tag und Nacht. Wie mit dem Sebastian Charles, den habe ich in der Boxgruppe kennengelernt. Wir sind auch Freunde geworden, unterstützt mich an jeder Front, wo es geht, kommt zu den Boxkämpfen mit. Und ja, dann habe ich den Nathan im Internet kennengelernt und auch viele, viele andere Leute, wie den Niklas hier im Vites, Niklas Hiot, der unterstützt mich, ein Tennislehrer, brutaler Typ. Dann hat er mir den Ingo Bollhöfer vorgestellt, sehr geiler Fotograf. Und das hangelt sich irgendwie, weißt du, und man sollte das annehmen. Wenn von guten Leuten kommt, sollte man die Hilfe annehmen und da bin ich dem Alexander Baumgärtner sehr, sehr dankbar, den Sebastian Charles sehr, sehr dankbar und alle anderen Freunde wie Familie, wie meiner Frau, mein Sohn, die mich unterstützen und ja, also ich bin finanziell nicht reich, aber ich bin reich an Familie und Freunden zurzeit und an Unterstützung und das ist viel, viel wert. Ich hoffe, dem einen oder anderen kann ich damit helfen. Wenn es auch nur eine Person ist, war es die Sache wert. Auf jeden Fall, hier wo ich bin, wäre ich auch jetzt nicht ohne meine Sponsoren, die mich von Anfang an unterstützen, wie Alexander Baumgärtner mit Abschleppdienst Sascha, ohne Vorkasse natürlich, einmalig in Deutschland. Das ist, irgendwie passt das zu mir, so ein Unternehmen, was einmalig ist. Das ist ja wie bei mir mit 31 mit dem Boxen anzufangen. Also vielen, vielen Dank, Alex. Und dann hat Sebastian Charles unterstützt mich. Dann habe ich den Dario Damjanovic, der mich mit Automobile Gutachter unterstützt. Dann habe ich den Niklas Hiot, der mich mit Tennis Nation unterstützt, die auch hier im Vites arbeiten. Sehr, sehr geiler Typ, kann ich nur empfehlen. Also ein super Tennislehrer. Und dann habe ich die Nicola Becker, die mit WeFit Ernährungsberaterin ist, auch eine super Frau, die mich mit Supplements und allem unterstützt. Also sehr, sehr gute Sachen, auch rein natürlich, gar nichts drin, deswegen habe ich mich für die Frau entschieden. Super, also tolle Leute und vielen, vielen Dank für eure Unterstützung. Und wir machen weiter, Alex. Vielen, vielen Dank, Sebastian, wir geben alles. Kampf Nummer 10 kommt. Dankeschön.
Weitere Informationen über die Angebote und Seminare von Marius Schäfer findest du im Internet unter www.marius-schäfer.de.